herzlich willkommen zum Making-of unseres Stop-Motion-Videos. Wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir einen eigenen Raum für Aufnahmen haben. Ich habe auch schon ein Making-of der Legetechnik mit ein bisschen improvisierteren Materialien gemacht. Das verlinke ich euch natürlich gerne unten im Video. Aber dieses mit ein bisschen besserem Licht, aber auch noch sehr, sehr, sehr viel improvisiert. Material habe ich schon vorbereitet. Einfach aus Karton ausgeschnittenes Material und natürlich ein kleines Skript, das einfach nur kleine Skizzen, Szenenbilder. Wer das gerne ein bisschen professioneller macht, wir haben auch Vorlagen für Storyboards ebenso unten verlinkt. Na gut, dann geht's jetzt los. Viel Spaß und mir viel Glück. Jetzt geht's an die Postproduktion. Bei der Stop-Motion-App ist das relativ simpel. Ich kann mir jetzt hier die einzelnen Bilder ansehen und einzelne löschen oder auch nachbearbeiten. Für eine genauere Anleitung verlinke ich euch ein anderes Video direkt unter diesem. Das war nochmal der Aufbau. Wichtig ist, ein Storyboard sich nicht vom Piepsen unter Druck setzen lassen und zur Not einfach ein paar Bilder verwerfen. Die Kamera auf keinen Fall mehr angreifen, ist genau wie bei der Legetechnik. Und beim Licht einfach schauen, dass man die Schatten so hat, wie es für einen passt.
anderen Erklärvideo schon einmal erwähnt, dass sich es für die Kinder anbietet, ein spannendes Material für Schülerinnen und Schüler, Entschuldigung, anbietet, spannendes Material auszusuchen, aber dass es immer Urheberrechtsprobleme gibt. Ich habe jetzt für unser Kiwi-Video was für mich sehr Interessantes gefunden, und zwar natürlich unseren Kiwi, aber auch ein dazu passendes Ei. Und das darf dann im Video ein bisschen zerklopft werden. Das heißt, ich bin extrem gespannt und hoffe, es wird gut. So, jetzt werde ich den Aufbau für mein Video machen und wünsche viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe euch ein bisschen näher geholt, damit ihr seht, was hier passiert und wie ich es mir hier vorgelegt habe. Mein Aufnahmegerät habe ich da stehen, damit ich Geräusche eventuell verwenden kann, wenn was Gutes dabei ist.
Wir würden uns freuen über Kommentare, Anmerkungen, was euch sonst noch so am Herzen liegt. Und sonst, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dahin, alles Liebe!